Oh, es regnet draußen. Ja, kann ich noch mal reinkommen? Das war toll. Ach so. Ja. Ach, ja, schön. Ja. Du, na, was trinkst denn du? Wasser. Nein, ich habe dir was besorgt. Ich habe dir auch aus Australien Shiraz besorgt. Sehr teuer. Oh, wirklich? Ganz teuer, ja. Können wir ein Wasser, einen Rotwein? Okay, aber so ein Machen wir die auf. Ich bin zum ersten Mal hier, ich kenne mich nicht aus. Ja, ich sag dir alles, was passiert. Man kann sich hier hinsetzen. Du darfst da durchgehen, genau. Yeah. Bulli, was ich toll finde, als Kind hast du immer gesagt, du willst entweder Weltmeister werden oder Oscar-Gewinner. Fußball-Weltmeister, ja. Ach so. Ja, ja, Fußball. Das ist noch drin. Und das ginge noch? Ja. Spielst du noch Fußball? Ja. Ist der Hut alleine jetzt ein neues Markenzeichen? Nein, ich hab, es regnet. Ich finde es für Oktober wahnsinnig heiß und stürmisch. Und deswegen habe ich mich ein bisschen flockiger angezogen. Ja, und den Hut habe ich mir gerade vorhin noch besorgt. Das war so heiß. Dürfen wir trotzdem gucken, wie du dein Haar gerade trägst? Du hattest ja, als du anfängst mit deiner Karriere, irgendwie so lange. Ich habe jetzt natürlich auch kein Produkt im Haar. Ein bisschen Produkt ist nicht drin. Ganz, weil ich dachte, ich nehme den Hut heute eh nicht ab. Ah ja, aber der sieht auch sehr fluffig aus. Ja, ist er. Er ist nicht sehr hanseatisch, aber auch nicht sehr bayerisch. Aber hier gekauft. Ach wo? Ja, ich war heute noch beim Shoppen, ja. Ach nee, ehrlich? Ja, hier ums Eck. Nachdem wir unser Liedchen gesungen haben, hast du gedacht, der passt doch. Ja. Ach toll. Ich dachte, das ist so ein sommerlicher Song. Und dann auch vielen Dank. Du bist ja als Kind auf einem Internat gewesen. Ja, auch für eine kurze Zeit. So fünf Jahre sowas. Ist doch lang. Das prägt doch total. Ja, fand ich cool. Also war eine gute Zeit. Von wann bis wann denn so? Jahreszeit? Nee, so. So 80 bis 86 oder so. Wie alt warst du da so? In welchem 12, Alter? 12, ab 12. Ja? Mit, also auch in den Bergen, mit Skifahren einmal die Woche. Und, oh, toll. Ja, toll. So ein Edelding oder was? Nein. Edelinternat? Aber Entschuldigung, Skifahren hat doch nichts mit Edel zu tun. Fährst du Ski? Nein, ich komme aus Norddeutschland vom Dorf. Da kann man Wasserski fahren. Gibt's überhaupt keinen. Nee. Bei uns auf dem Dorf war es halt so, dass wir Kühe schubsen gespielt haben. Das war ein Sport. Das ist ganz toll, wenn die Kühe sich zusammentun nachts. Weil im Dunkeln stehen die ja immer so aneinander. Wieso im Dunkeln? Weil es musste immer dunkel sein, damit man nicht sieht, dass die Kühe schubsen. Ich dachte, du meinst das jetzt in der Klasse oder so. Nein, du meinst Mädchen schubsen. Nein. Nein, ich meinte. Ich meinte wirklich Kühe schubsen nachts auf die Wiese und dann die Kühe anschubsen und so dok, 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 dok. Das habt ihr gemacht? Ja, klar. Ja, wir hatten nicht so viel Möglichkeiten. Was macht Skifahren war bei uns Wenn so eine Kuh umfällt, was passiert dann? Also dann fallen all die anderen auch um. Weil die stehen ja so auf der Wiese. Weil die schlafen? Ja, die schlafen ja im Stehen. Und die stehen ja so aneinander. Ja, aber wachen die dann auf, wenn sie da liegen? Oder ist das dann? Ja, dann wachen sie auf. Dann, dann sind wir aber schon weg. Können die stilles Wasser haben, sonst muss ich die ganze Zeit so. Echt? Aufstoßen. Was ist los mit euch Jungs? Früher habt ihr euch auf Ex eine Pizza reingehauen und gesagt, oh geil. Und dann was fertig und heute essen Männer nichts mehr und trinken stilles Wasser. Ja. Zum überteuerten Rotwein. Was sagst du denn zum Rotwein? Sehr gut. Nee, sag mal. Das ist wirklich ein Sales-Zeug. Hat auch eine gute Temperatur. Ja, super. Musik! Komm, wir reden noch über deine Internatsjahre. Also die waren nicht so lang, sagst du, 5 Jahre, aber da waren nur Jungs. Und irgendwann hast du Schiss gekriegt. Im ersten Jahr. Ach so, Erste war nur Jungs, das hieß damals also Knabeninternat. Und da hatte ich auch mein bestes Zeugnis meiner ganzen Schullaufbahn. Weil dich nichts abgelenkt hat. Mhm. Irgendwann kamen aber die Mädels. Ja. Da waren 80 Schüler und 4 Mädchen. Überleg das mal, ein Paradies. Ja. Bist du denn an eine von den 4 Mädels rangekommen? Ja. Ehrlich? Mhm. Und gab es da nicht von den großen Kloppe? Nee, aber von ihr. Und dann war Schluss? Ich meine, ich war nicht wirklich nah dran. Also ich kann mich nur erinnern, also ich war 12 und dann kam dieses 14, 15-jährige Mädchen, die also schon wirklich für mich, also wahnsinnig, also das war für mich ja schon eine Frau. Und ich stehe da mit einem Kumpel. Ich merke schon, dass der Rotwein wirkt, ich werde so gesellig. Mein Bier wirkt Und dann pass auf, und dann steh ich da so und quatsch mit dem Kumpel und dann kommt sie aus heiterem Himmel zu mir und sagt, Bulli, weißt du, wie ein Zungenkuss geht? Mhm. Sag ich, nee. Oh, wie schrecklich. Und dann hatte ich die Zunge schon im Hals. Das ging wahnsinnig schnell. Ja, ja. Und dann war sie aber auch schon wieder weg. Und hat dich das nicht 3 Tage beschäftigt dann? 3 Jahre? Nein. Ich sag, danach war alles, ich bin nur noch so.
Und war das dieser... Ja, toll. Ich meine, ich mache es heute nicht anders, aber ich habe es ja so gelernt. Also. Aber du hast schon deine erste Freundin damals dann auf dem Internat gehabt. Ja, du bist aber... Du hast ich weiß alles. Genau, und du bist nach der 10. abgegangen und dann hast du eine Fotografenausbildung gemacht. Genau. Und du bist dann immer in die Fußgängerzone und hast du Robo-Dance gemacht. Nein, das war aber später. Also es fing ja mit, also Robot-Dance. Ich kannte das nicht, wir können nur Kühlschubsen. Nein, da habt ihr schon am Marienplatz wahrscheinlich schon so den hier gemacht, da haben wir immer noch geschubst. Ja, also Robot-Dance, das war ja so das erste aus dieser, da fing das ja mit Hip-Hop an in den 80ern. Ne? Also so ja, genau. Rocksteady Crew, die Jahreszahl, wann das Grandmaster Flash. Ja, das weiß ich auch noch. Was? Wie? Nein, auch nicht. Weiter. Ja, Herbie Hancock war das. Ach so, ja. Sehr gut, ja. Ich kann Herbie Hancock zum Beispiel. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so Handschuhe hätte und eine Brille, könntest du noch mal, was du da am Marienplatz so gemacht hast, wenn wir die Musik dazu anmachen? Hast du wirklich eine da, oder was? Können wir die mal anmachen, die Musik? Machst du das manchmal noch zu Hause? Noch nie wieder gemacht? Ich hab das 20 Jahre nicht mehr gemacht. München ist ausgeflippt, oder nicht, als ihr da so... Oh. Kam die Bullerei damals? Ja. Das war doch da die war München auch noch viel strenger. Ich bin verhaftet worden. Darf ich dir das schenken, die Brille und die Handschuhe, als Erinnerung, hey, ihr habt du hier mit deinem Sohn anfangen kannst? Ihr habt hier keinen Werbebreak, ne? Wir haben keine Werbe, wir haben nichts. Die müssen nicht mal mehr Kassetten... Musik, wegnehmen. Bitte! Nee, guck mal, wir machen... Ich find's den. Das ist doch schön. Jetzt hast du Sauerstoff hier. Ja. Wir haben hier nämlich unser Gerät wieder mal, was uns Luft spendet. So wie so ein Elefantenrüssel, ne? Wenn du da so getanzt hast jetzt gerade, merkst du, dass du älter geworden bist? Ja. Ja, aber die Polizei kam wirklich. Echt? Mhm. Und zwar, weil du brauchst ja sozusagen so eine Legitimation, also irgendwie so eine, so eine Lizenz. Eine Lizenz wahrscheinlich da dafür. An der Fußgängerzone da. Habt ihr Geld 14. eingesammelt? Ja. Ach so, nein, wirklich, das war schon auch eine Portion nee, so, Geldgeilheit dabei. Nein, es war so ein Taschengeld und dann hatten wir so einen Kassettenrekorder. Da war, also wir, für mich war es ein Ghetto Blaster, ja, so ein Teil. Und dann kam also so ein Wachtmeister daher und wir waren so mittendrin und dann drückt er so auf Stopp und sagt so ganz cool, wem kehrt denn der Kassettenrekorder? Ja, und dann war es aber meiner, das heißt, ich musste mit wegen Ruhestörung oder... Und dann? Dann saß ich da auf der Polizeistation und dachte, mein Gott, jetzt bin ich vorbestraft. Ich war aber das war damals, glaube ich, noch ein bisschen anders als heute. Da war das nicht so normal, am Marienplatz da zu stehen und da zu... Oder naja, man kannte eher die Jungs mit den Panflöten und... Die gab's und, schon, und die Kelly Family. Ach, die waren auch ja, da? Wirklich? Konkurrenz natürlich. Ja, das war, im Grunde kann man sagen, die Kelly Family war mal damals meine große Konkurrenz. Ah, okay. Ich muss noch eins fragen. Ja. Was mich total irritiert hat, du warst bei der Bundeswehr. Mhm. War das im katholischen Bayern damals noch nicht so angesagt, dass man da verweigern konnte? Wollte ich ja. Also ich bin damals auch zum, also ich hab so einen ganz verwegenen Versuch gemacht, bin damals zu meinem Hausarzt gegangen und habe gesagt, ja, also ich habe jetzt dann Musterung und ich habe gehört, da könnte man mit Attest, worauf er sagte, na. Dann sage ich, okay, dann lass uns. Ja, ich hab ernsthaft den Versuch unternommen. Dann habe ich mir einfach so da so die Zeit irgendwie schön gemacht. So schön du hast ja damals auch schon gefilmt. Ja, ich habe deinen Leutnant und ja, so. Warum hat der sich darauf eingelassen? Nein, ich habe dann gesagt, wollen wir nicht mal die Übung filmen? So, ich könnte einen schönen Film draus machen. Und haben die sich nicht weggeschmissen? Ja, dann habe ich einen Film gemacht. Das war doch toll. Dann habe ich die gefilmt, wie sie da ihre Übung machen. Ich hatte so einen kleinen Iltis, das sind die kleinen Jeeps. Mhm. So, mit dem bin ich rumgefahren. Das ist ein Iltis, das weiß ich auch noch. Und dann gab es noch eine Situation, das war ganz interessant, bei der Bundeswehr, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, da hängen auf der Toilette hängen große weiße Zettel, damit die Soldaten sozusagen nicht die Wände vollschmieren, sondern die Zettel. Und es waren für mich eine Einladung und da habe ich unseren Leutnant immer gemalt. So. Und eines Tages hat der Leutnant alle antreten lassen und hat gesagt, wer malt mich da auf der Toilette? Und dann wusste ich natürlich, dass alle anderen wissen, dass ich das bin. Und es war kurz vor Wochenende, dann habe ich mich freiwillig gemeldet. Dann sagt er, ab ins Geschäftszimmer. Und dann dachte ich, jetzt gibt's einen Einlauf. Und dann kam ich so rein und dann schaut er mich so an und sagt, wir machen in zwei Wochen eine Übung in Grafenwöhr. Könnten Sie uns da die Landkarte malen? Ach, toll. Ja, aber wie schön. Musik! Das heißt, dann weg von der Bundeswehr, dann ein bisschen hier gedüdelt, da gedüdelt, Radio gemacht, dann Anrufbeantwortersprüche? Kannst du dich noch ein paar erinnern? Ja, wir haben aus Verzweiflung Prominente imitiert, so.
Ach so, weil das machst du ja auch, ne? Nee. Du hast gesagt, als Kind immer schon Stimmen nachgemacht, aber dann hast du irgendwann eine Zahnspange gekriegt und da wurde es schwierig. Ja, dann habe ich so das Lispeln angefangen. Und ich hatte dann noch diese Gummis, die von hier oben hier... Ah, oh nein! Und so bin ich damals zum Kunden gegangen und habe gesagt, wir produzieren Anrufe. Mit lustigen Stimmen. Ja? Und dann hatte ich einen Sprecher im Studio also ich hatte irgendwie 4, 5 Sprecher im Studio, die gesagt haben, sie könnten Boris Becker imitieren. Das war Anfang der 80er. Der Quatsch. Anfang der 90er. Mhm. Das ist ein guter Wein. Ja, Anfang der 80er stand es ja noch auf dem Marienplatz. Das war irgendwann kurz nach dem Krieg. Und keiner hat so richtig drauf gehabt. Und der Toningenieur neben mir, der wurde schon nervös und guckte permanent auf die Uhr, bis er irgendwann gesagt hat, weißt du was, jetzt, du machst das ihm die ganze Zeit vor, jetzt sprech's halt selber. Ja, und? Und so bin ich vor das Mikrofon gekommen. Und du warst besser als die anderen. Und dann bin ich wieder und gesagt, wo sind die Babs? Weil damals war noch mit der Babs zusammen. Ja, also, Macht man heute auch nicht mehr. Rick Cavanian hat gesagt, dass du... der Mensch bist auf der Welt, der einzige Mensch, den er gehört hat, der so wahnsinnig laut und schnell Hände wäscht, wie er es noch nie bei jemandem erlebt hat. Ja, es ist stimmt das so? Ja, ich bin einmal wirklich auf eine Toilette gegangen und ich wusste nicht, dass er da ist. Ach so. So, pass auf. Und ich gehe ans Waschbecken und wasche mir die Hände. Auf einmal höre ich außen, hier hinter der Tür, höre ich, ey, Bulli! Ja, und es ist, ich weiß nicht, woran er das erkennt. Nein, das erkennt man wahrscheinlich, weil man dich so, wie machst du, komm mal, wir gehen mal immer aufs Klo und waschen uns mal die Hände. Kommst du an dem Shop vorbei? Wir sind gleich wieder da, Kinders. Wir können derweil ein Shanty singen vielleicht. Okay. Ja, mal eben ein, unser Lieblings-Shanty, können wir den mal singen? Ich in die Ferne, mein blonder Matrose, bei der Wind und das Meer. Guck mal hier. Das wäre jetzt mein klassisches Waschbecken. Machen wir das auf der Damentoilette hier? Ja, weil da ist so dreckig bei den Jungs. Guck mal so. Und dann, jetzt stell dir mal vor, ich bin Rick Cavanian und sitze hier auf dem Klo und du wäschst dir die Hände. Dann mache ich den hier. So. Ja. So. Es muss ja schnell gehen, weißt du? Ja, ja. So, und jetzt folgendes. Ja. Zu Hause putzt du jetzt auch noch die Armatur. Ja, mach ich so. Das ist sehr unmännlich. Wirklich? Ich dachte, Männer sehen das überhaupt nicht. Mach ich hier auch. Schmeiß das weg und geh raus. Das traue ich mich nicht. Doch, mach ich. Weißt du, was ich immer mache? Ich mache dann die Tür immer so. Aber damit kannst du es doch machen. Also damit kannst du es. Ja, es ginge eigentlich. Aber es sind ja oft diese Türen. Wenn, bist du dann das wieder da drin hast, ist die Jules schon wieder zu. Nee, dann mache ich meistens dann, wenn sie zufällt, mache ich dann so und dann schmeiß ich das Wasser rein. Darf ich kurz mal, ich schwitze. Ach so. So. Du siehst toll aus. Nein. Doch. Meine Shanties! Wir sind wieder da! Wir haben unser Film amüsiert. Ich muss sagen, der Bulli wäscht wirklich laut. So geht das bei uns in Hamburg. Wow. Nee, lang schnacken. Ja. Ja, ich kann euch sagen, geht mal Hände waschen mit ihr, Freunde. Das ist wir bleiben hier. Ach so. Wir singen. Ah.